Nee, es ist nicht das berühmteste, aber naja, wer weiß, wozu man das mal nehmen kann. Diese beiden Frauen hatten eine ganz besondere Idee, sich Schmuck zu machen. Überall, wo sie erschienen, drehten sich die Köpfe und die Augen fanden gar keine Ruhe, sich daran satt zu sehen. Sie waren überall die Stare des Abends. Der Andrang zu einem Bild mit dem Kapitän war dieses Mal nicht so stark gewesen. Nun, es mag daran sein, dass der Ort vielleicht nicht gerade günstig gewählt war. Es war neben einem Barbetrieb und da wird es einen Teil Ablenkung gegeben haben. Mir wurde das Fotografieren strengstens verboten. Deshalb konnte ich nur aus einiger Entfernung fotografieren und die Bilder sind nicht gerade berühmt. Naja, man kann sich vorstellen, dass da was war. Der Kapitän direkt danach befragt, gab keine Antwort. Nur ein nicht verstehender Blick, wie kann der mich so etwas fragen? Eine von den beiden Staren des Abends wurde ausgewählt, um mit den Offizieren des Führungschors des Schiffes zu tanzen. Leider war das nicht gerade schön für sie und für alle anderen organisiert. Sie musste ganz schön warten und sie musste im Endeffekt sogar noch auf den Offizier zugehen, damit der Offizier weiß, mit wem er tanzen sollte. Can you say it again, please? Is there a very good? No, vestito di gala, che te gusta, eh? Una bella, una signora, una donna, eine Frau, am Fama. Vai, Antonio, sura DJ, sura, sura! Dove va? Dove va? Vieni su porta! Wartet immer noch geduldig. Geht dann vor, damit der Offizier auch ja sieht, dass er mit ihr tanzen soll. Nicht schön organisiert. Okay.
Pussy Cuff, the amazing duo Memory. Here we go. The first dance. Für ein humorvolles Späßchen war sie immer zu haben. Man wird ja mal fragen dürfen, ohne gleich das Video zu verderben, bekommt der Mann für seine Arbeit Mindestlohn? 2 einsame Wanderer in einer riesengroßen Wasserwüste treffen sich auf Sichtweite. Bei dem Ehepaar dieser Kabine, ich glaube, sie kamen aus Flensburg oder bei Flensburg, möchte ich mich ganz besonders bedanken.
ohne Diskussion, ja bitte kommen Sie rein, fotografieren Sie hier über den Bug, dass Sie das mal vom Schiff aus, von unserer Kabine aus gesehen haben, was wir da für eine herrliche Sicht haben. Leider hat das Wetter nicht so mitgespielt. Aber trotzdem für dieses Ehepaar recht vielen Dank für die Aufnahmen. Noch ein bisschen versteckt, aber unser Lotse kommt. Das wild zerklüftete Norwegen, von Fjorden durchfurcht, die Häuser wie an die Berghänge geklebt, auf dem schmalen Ufersteifen stehen sie. Nur das Wetter hat auf der ganzen Reise nicht so mitgespielt, wie man sich das immer auf einer Seereise vorstellt. Sonnenschein und Aalen dann auf dem Sonnendeck. Wir kommen aber in diese wolkenverhangene norwegische Landschaft mit unserem Schiff. Hier der Qualmausstoß während der Liegezeit in Alesund. Der Widerspruch wird immer größer. Einerseits wirklich dieses ganz hervorragende Schiff, andererseits der Dreck und die Umweltverschmutzung, den dieses wunderschöne Schiff hinterlässt. In Norwegen regt sich der Widerspruch und wird stärker und stärker. Befeuert wurde die Diskussion über die einerseits schönen Schiffe und andererseits die Umweltverschmutzung durch einen Schiffsunfall in Venedig. Freilich ein kleinerer Schaden, aber die Diskussion über die Umweltverträglichkeit dieser ganz hervorragenden Schiffe verstärkte sich. Landstrom einzusetzen für die Erhaltung der Schiffsaggregate während der Liegezeit ist eine kleine Möglichkeit, die Umwelt zu schonen und sollte voll im Interesse des Schutzes der Ökologie eingesetzt werden und nicht zerredet werden, wie das bei den Gesprächen in Hamburg der Fall war. Wir haben noch keine anderen Antriebsmittel als unsere Verbrennungsmotoren und deshalb sollten wir diese Verbrennungsmotoren so einsetzen, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich schädigen. Wir haben unseren Anlegeplatz gefunden in Alesund und man muss wirklich sagen, die Truppe vom Photoshop war wirklich sehr aktiv und hat sich hier gleich postiert im Kostüm eines Wikingers, um dann Erinnerungsfotos zu machen. Und das wird ja auch immer gerne gemacht. Zu Hause kann man ihn zeigen, guck mal hier, wir waren da in Alesund und die anderen staunen, herrlich.
Was macht denn das Bernsteinschiff in Norwegen? Und nun ein kleiner Stadtrundgang in Alesund. Wirklich der Eindruck von der Stadt. Alles wirklich schön gepflegt, gibt es gar nichts. Das Wichtigste, überall hier diese Gnome oder wie man in Norwegen sagt, Trolle. Na, da gibt es natürlich auch in der norwegischen Sagenwelt Gute und Böse. Genau wie in unserer Sagenwelt die 13. Fee, die böse war, wurde nicht eingeladen und hat demzufolge Dornröschen verurteilt zum 100-jährigen Schlaf. Naja, wir kennen ja das alles. Vom Stadtrundgang zurück auf unser Schiff. Die längere Liegezeit erlaubte es, auf Schiffs zurückzukehren, Mittag zu essen und dann anschließend nochmals eine kleine Runde in der Stadt. In der norwegischen Stadt Alesund. Dass nun niemand glaubt, die Fahrt nach Norwegen wäre im Winter gemacht, aber im Sommer hat sich der Winter mit seinem Schnee aus Norwegen von dieser Höhe noch nicht verabschiedet. Auf platt angesprochen, wie diese Straße heißen würde, antwortete eindeutig Kirkegata und verwies auf die Kirche. Ich bin aber nicht überzeugt, ob er mein Plattdeutsch verstanden hat. Eher vielleicht meine Geste mit dem Zeigen.
Schiffsdiesel entwickeln ihre Kraft, um dieses mega schöne Schiff voranzutreiben. Man kann für dieses Schiff wirklich nur Superlative verwenden, trotz der teilweisen Schädigung der Umwelt. Also kurz vor 10 steht bei uns auch nach mitteleuropäischer Zeit die Sonne nicht mehr so hoch wie hier. Aber sie geht auch schon nicht mehr unter.